wiederholt, denn selbst Peter Stöger war mit dabei. Högl spielt für die Austria, Ivan Auskas fehlt bei den Wienern, sowie Lesiak, der ins polnische Team berufen ist, bei Wacker Innsbruck. Wacker Innsbruck in den grünen Leibchen schwarzen Hosen, 6000 Besucher und hier prallen Danek und Flögl mit den Köpfen zusammen. Schaut böse aus, beide erleiden einen Cut, beide können aber dann doch weitermachen. Hier noch einmal Kopfballduell und dann krachen die beiden aneinander. Kogler, Stöger, Ball wird abgefälscht, Hasenhüttl, aber das Tor zählt nicht, Hasenhüttl war abseits. Branko Elsner kann sich wieder beruhigt niedersetzen. Rosenig, die Austria offensiv. Mit dem linken Fuß geschossen und Tor, 1:0 für die Austria in der 20. Minute. Da gibt es für den Ball einen Kuss von Peter Stöger, aber Milan Orage hat da Christian Prosenik kräftig geholfen, lässt den Aufsitzer passieren. Noch einmal 1:0 für die Austria, ein haltbares Tor. Hasenhüttl. Batzinger und Orage können sich da nicht einigen. Batzinger und dann rettet schnell. Eine etwas kuriose Situation, ausgelöst durch die neue Regel. Orage traut sich nicht hinzugreifen und die Innsbrucker Abwehr im Bedrängnis. Niveau und Spannung eher mäßig. Westertaler viel Einsatz, aber es kommt wenig heraus bei ihm. Auch das Tempo auf beiden Seiten eher gemächlich. Danek und das ist Ausgleich. 1:1 in der 28. Minute. Sehr schön gemacht von Václav Danek, der allerdings in dieser Szene auch sträflich vernachlässigt wurde. Nimmt den Ball herunter und Volley knallt da zum 1:1 ab. Linzmeier gegen Wohlfahrt, wieder ein Zusammenstoß und diesmal bleibt Linzmeier liegen. Er kann nicht weitermachen, er hat eine angeknackste Rippe, muss durch Hörtnagel ersetzt werden. Und hier noch einmal dieser Zusammenstoß, schaut wirklich furchterregend aus. Westertaler und Wohlfahrt. Beide Mannschaften versuchen, attraktiven Fußball zu bieten, aber es gibt zu viele Fehler auf beiden Seiten. Hier ein guter Schuss aber von Binder. Noch einmal dieser gefährliche Schuss. Pausenstand 1:1. Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild. Die Austria immer wieder angetrieben vom besten Mann auf dem Platz, von Peter Stöger. Hasenhüttl. Gute Abwehr von Orage. Hasenhüttl und Orage mit einem sehr starken Reflex. Watzinger, einer der beiden Manndecker bei den Tirolern. Westertaler und mit diesem Schuss gefährdet er nur das Tribünendach. Kirchler, Bauer. Danek im Zweikampf mit Aigner, da reklamieren die Innsbrucker Elfmeter. Schauen wir uns diese Szene noch einmal an. Danek macht das sehr geschickt. Und dann das lange Bein von Aigner und er spielt eindeutig den Ball. Richtige Entscheidung, kein Elfmeter. Watzinger. Binder gegen Lorenz. Und da reagiert Binder viel zu langsam, glaubt, es ist Freistoß für die Austria. Hörtnagel. Parallel zum Tor, aber auch vorbei an den eigenen Mitspielern. Friedrikas,
Sekelioglu. Tschak! Und das 2:1 für die Austria in der 65. Minute. Ein Gewaltschuss des Austria-Kapitäns von Manfred Tschak. Hier die Wiederholung. Sekelioglu hat aufgelegt. Tschak zieht ab. Orage berührt den Ball noch ein wenig. Aber 2:1 jetzt für die Austria. Eine Schlussoffensive der Tiroler. Stöger rettet auf der Linie. Hartnagel mit einem Fallrückzieher. Dann Prosenik, Stöger, Friedrikas, noch einmal Prosenik. Und der Pfiff von Schiedsrichter Grabherr, abseits. Ja, die Entscheidung ist sehr, sehr schwierig. Schaut eher nicht danach aus. Aber der Treffer zählt nicht, auch wenn Hermann Stessel beim Linienrichter protestiert. Wohlfahrt schickt seine Leute nach vorne, aber der Schuss geht nicht weit genug. Bauer für Westerthaler. Westerthaler macht das ganz geschickt. Eleganter Heber und Eigner mit dem Hinterkopf auf der Linie. Wir sehen es gleich noch einmal. Die Austria gewinnt 2:1. Einen enttäuschenden Schlager. Ja, wir haben beide zwei sehr schwierige Spiele gehabt am Mittwoch. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Und wie gesagt, wir sind da hergekommen. Es ist wurscht, ob das ein Schlagerspiel ist oder nicht. Wir wollten gewinnen und das haben wir gemacht und wir sind zufrieden. Schwierig war bestimmt auch richtig zu tippen. Tipp 2, Torwette 1:2.